So, also wenn ihr den Styropor hier oben drauf legt, dann könnt ihr das hier festkleben, wieder mit dem mitgelieferten Tesacrep. Und zwar nicht einfach nur festkleben, sondern richtig hier mit Druck, dass das richtig fest an der Kiste verklebt ist. Also richtig hier Spannung geben und auch an allen vier Seiten verkleben. Könnt ihr gerade wieder über den Tesacrep drüber kleben, der vorher schon drauf war. Und selbst wenn jetzt nicht alles hundertprozentig fest ist von dem Haftmittel, wenn ihr das richtig fest anklebt, dann können auch die kleinen Teilchen nirgends mehr hin. Und dann kommt es auch heil wieder hier bei uns an. Und wenn es hier angekommen ist, dann bekommt ihr in der Regel auch eine Mail, dass alles wieder heil angekommen ist. So, jetzt habt ihr das verpackt. Jetzt habe ich hier schon angefangen, die restlichen Sachen wieder einzuräumen. In diese Holzkistchen, da wird dann nicht mehr so viel drin sein. Wenn ihr fertig seid, kommt dann wieder die Knipsfolie hier rein und die Röhrchen oben drauf. Und in eine von den Kisten könnt ihr dann auch den Pinsel, den ihr bitte mit Wasser ausgewaschen habt, auch wieder hier rein tun und die Pinzette zumachen, Klappe hoch und den Tesacrep-Streifen hier wieder nochmal zumachen zur Sicherheit. Die Döschen bitte alle fest verschließen, dass da nicht die ganzen Glassplitter in der Kiste dann rumfliegen. Den Rest von dem Haftmittel wieder rein. Glasreiniger, Ersatzscheibchen. Das Tesacrep auch ganz wichtig. Und dann ein bisschen mit Knipsfolie auffüllen, dass das nicht so hin und her wackelt. Und dann kommt eure Gravurvorlage und die Anleitung kommt dann auch noch hier rein. Und dann die Klappe zu. Und dann könnt ihr das wieder so aufeinander stellen. Die Kiste könnt ihr euch die Knipsfolie gerade so ein bisschen wieder oben drüber ausbreiten und nicht reinstopfen, sondern gerade so oben drüber liegen lassen. Und wenn ihr die Kiste drauf stellt, dann sinkt es nämlich mit ein bisschen Druck hier in diese Kiste rein. Und dann ist schon fast verpackt. Dann stopft er den Rest hier außenrum schön fest. Dann braucht er noch ein bisschen Klebeband, um die Kiste wieder komplett zu verschließen. Glas. So, und dann habt ihr diesen Paketschein, der hier in dieser roten Hülle drin war. Der sieht so aus, den habt ihr ja ordentlich zur Seite gelegt. Dann klebt ihr den entweder, könnt ihr abschneiden oder einfach zusammenfalten. Wichtig ist, dass ihr ihn über den anderen drüber klebt, weil sonst habt ihr das Problem, dass das Label hier rausguckt und dann kriegt ihr es wieder zurückgeschickt. So, also so hier oben drüber kleben. Da steht auch meine Adresse drauf und euer Name in Klammer. Das ist alles richtig so. Das lasst ihr einfach so, wie es ist und klebt ihn oben drüber. Also nicht irgendwie was verändern, sonst ist der Paketschein ungültig. So, das war's schon. Jetzt bringt ihr das Paket auf die Post und dann könnt ihr in 10 Tagen ungefähr eure fertige Wünscheschale in den Händen halten. Viel Spaß!